Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West Burning Shores DLC. Ja, hoffentlich ist das nicht wieder so ein Such- und ein Suchspiel hier. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Noch eine Patrouille, sagte sie gerade eben. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kann ich hier nicht speichern? Ist hier nicht, Ich hoffe, Sie zeigen sich. Trainer auf einen Kampf. Am Portal vorbei. Da sind noch welche. Ist hier aber spannend, das muss man ja schon sagen. Das ist spannend gemacht, dieser Abschnitt. Ist mir ein bisschen zu... zu lang, das Ganze. Das ist ein bisschen... Der sieht schlau aus, ja, die Dinos. Alles voller Dinos. Hier wieder ein Datenpack. Datenpad. Die anderen Produzenten wollten, dass der neue Ableger von Pangea etwas für Kinder ist. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Selbst nach dem Ende der Welt wirkt Reggie noch wie eine Katastrophe. Noch mal ein bisschen aufstocken. Ich hoffe, das geht noch alles. 3, 6. Die sind echt super, diese Dinger hier. Ah, falls wir mal wieder einen festnageln müssen. Oha, Sprengpaste fehlte uns. Na, da wollen wir mal schauen. Begutachten. Sieht aus, als könnte er reden. Sprechende Echsen. Warum nicht? Hä? Finde eine Verwendung für den Schlüssel. Das haben wir doch schon alles. Ach so, jetzt hier rein, ne? Der Vulkan. Okay. Nee, den nehme ich nicht. Ich will nicht die Pfeile vergeuden. Okay. Gegangen ist, furchtlos. Wir müssen da rein.
Sache sie zeigen. Hast du auf dem Weg hierher die Lichter auf dem Platz gesehen? Die waren doch vorher noch nicht da. Du hast recht. Vielleicht musste Nova wieder an die Parksysteme ran. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Okay, meinst du? Für das Schlüssel ist bestimmt nicht für die Vulkantür. Dann suchen wir weiter. Okay, Stufe 48, ja, nice. So, Vetterschlüssel ist nicht für die Vulkantür. Na, wofür denn dann? So, 109. Geradeaus. Da. Das Waffenlager entdeckt. Okay. Irgendwas im Waffenlager aufbewahrt. Könnte das Gebäude da sein. Okay, das ist das Waffenlager. Mal sehen, ob wir weiter reinkommen. Okay. Da ist ein Schloss an der Tür. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. Vetters Schlüssel. Cool. Erkunde das Waffenlager. Sehen wir uns um. Vielleicht ist hier etwas, das uns hilft, in den Vulkan zu kommen. Hoffentlich. Was ist das? Speichereinheituntersuchung? Zenith-Technologie. Sieht wie eine Art Speichergerät aus. Aber wofür? Mal sehen, was mein Fokus uns sagt. Dann mal los! Großer Vorratsbehälter gefüllt mit Alkohol medizinischer Qualität. Lüftungsabdeckung entfernt werden. Okay. Viel Spaß damit. Da ist noch was.
Gläser. Für ein Experiment? Oder nur um Proben zu nehmen? Dann muss ich die jetzt auch noch mal aktivieren. Okay. Scan. Plus. Oh, riecht streng. Ich rieche es bis hier. Wie Alkohol, der zu stark zum Trinken ist. Vielleicht ein Konservierungsmittel? So, Mignon. Und das Ding konnte ich irgendwie... welchen, wo denn, wie denn, was denn? Wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Nichts. Kann mit dem... Lüftungs... Das sehe ich aber nicht. Ich sehe das nicht. Nicht festmachen. Hier wird angedeutet, dass Haare von den Quen gesammelt wurden. Und Nagelabschnitte. Eklig. Was hast du rausgefunden? Ich glaube, Laundra sammelt und konserviert DNA-Proben der Quen in diesem Gerät. DNA? Sowas wie ein Speicher für die physische Essenz einer Person. Ich schicke dir später Daten darüber. Okay, schätze ich. Dann mal weiter. Ich bin immer zu ungeduldig. Es geht jetzt einfach geht's weiter. Und den Lüftungsschacht, den habe ich hier durch die Wand gesehen, sagst du? Wir werden's erleben. Hier ist nichts weiter und hier ist der Lüftungsschacht. So. Läuft. Dann geht's da gleich weiter. Sie wird jetzt sagen, hier geht's nicht weiter. Den Lüftungsschacht, den haben wir jetzt schon. Das Waffenlager. Fallen lassen. Also spannend gemacht ist es ja, aber es ist mir zu lang. Das ist ja ewig hier. Das ist ja fast das ganze Hauptspiel. Nur hier dieses Gesuchening. Okay, aber es muss auch sein. Aber die Konsole könnte nützlich sein. Die
hier ist ein Netzwerk, aber es ist gesperrt. Vielleicht kriege ich Zugriff, wenn ich den Strom kurz aus- und anschalte. Hebel ziehen. Kurzschluss. Ich brauche wohl einen neuen Akku. Das nur mir so oder ist das einfach hier viel zu dunkel? Da muss eine Energiezelle rein. Das Waffenlager war früher eine Krankenstation für kleine Belger, die ihre Mami im Park verloren haben. Wie passend, dass ich es für meine eigene kleine Brut benutze. Hier kann ich in den Quen rumstochern und ihnen ihre Medizin einflößen. Okay. Feuerglimmer entzünden. Feuerglimmer entzünden. Hier muss es irgendwo eine Energiezelle geben. Das Waffenlager war früher eine Krankenstation für kleine Belger, die ihre Mami im Park verloren haben. Wie passend, dass ich es für meine eigene kleine Brut benutze. Hier kann ich in den Quen rumstochern und ihnen ihre Medizin einflößen.
dich nicht ziehen. Ah ja. Rätsel, 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 raten, Rätsel, raten, strecken, 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 strecken. Und eins und zwei. Okay. Und eins und zwei. Und Spiel und Strecken und eins und zwei und das Spiel Strecken und eins und zwei. Ah, Energiezelle, so jetzt müssen wir die erstmal wieder finden. Oh, und eins und zwei und Spiel Strecken und eins und zwei und Spiel Strecken und eins und zwei. So, wo war das jetzt? Das zeigt er mir an. 5. Und strecken und strecken und strecken. Wie läuft das bei dir? Ich glaube, ich weiß nicht, in die Systeme der Anlage strecken, komme. Strecken, aber erstmal strecken, brauche ich wieder Strom. Okay. Spiel, strecken. Aber grill dich nicht. Okay, 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 okay. Na, das war ja sehr nett. Der Akku ist bereit. Jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Also gut, Strom ist da. Ich hoffe, das setzt das Netzwerk zurück. Hey, die Tür ging gerade auf. Ich komme zu dir. Der Apfel ist an der Orange. Antworte. Was ist das? Der Vogel ist ein Fisch. Antworte. 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 Und jetzt? Das 3 ist ein Quadrat. Antworte. 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 Das ergibt keinen Sinn. Ich will nicht, dass die Quen selbstständig denken. Ich habe das Gefühl, das ist MOP. Oh nein. Er manipuliert sie. Antworten, meist gehorchen, So, und warum kann ich wieder mal nicht interagieren? Wir müssen ihn aufhalten. Ach so, okay. Untersuch die Konsole. Aloy, die anderen Mitglieder von Fazinith ausgeschaltet hat. Ich bin froh, dass du das System zurücksetzen konntest. Wirklich? Ja, dadurch konnte ich mehrere Beschränkungen umgehen. Ich habe eine Bitte und ich bin bereit, euch im Gegenzug behilflich zu sein. Du arbeitest für Londra und erwartest, dass wir dir trauen? Warte. Okay, wenn du helfen willst, beweise es. Hilf mir zu verstehen, was hier los ist. Londra baut ein Raumschiff. Er sammelt Genmaterial von den Quen und unterzieht sie dem MOP dieser Art Gehirnwäsche. Aber andere wie Sakers Schwester scheinen Teil eines Auswahlprozesses zu sein. Was bedeutet all das? Deine Beobachtungen sind scharfsinnig. Walter plant, die Erde zu verlassen, bevor das als Nemesis bekannte Wesen eintrifft. Er will eine neue Kolonie in einer fernen Welt gründen und sie mit Hilfe der gespeicherten Quen-DNA bevölkern. Er beabsichtigt auch, eine kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Personen mitzunehmen. Er nennt diese Personen sein Gefolge. Eine Art Familie, die mit in die Kolonie regieren wird. Wie
Götter. Ein treffender Vergleich. Nur, dass nur Walter allmächtig sein wird. Ja, und ich weiß wie. Er wird bei jedem von ihnen MOP einsetzen. Richtig. Bei der Bevölkerung und seinem Gefolge. Niemand wird sich wehren können. Ich weiß sehr genau, wie so etwas ist. Ja. Londra befragt also die Quen, um sein Gefolge auszusuchen, und die helfen ihm, seine neue Kolonie zu regieren? Er nennt es Vorsprechen. Er will Gefährten auswählen, die ihn an Mitglieder seines inneren Kreises im 21. Jahrhundert erinnern. Dabei will er aber alte Fehler nicht wiederholen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat ihn mal verraten. Deswegen nehme ich an, ist er so darauf bedacht, MOP zu nutzen, um alle um ihn herum zu kontrollieren. Also will er treue Freunde, die bloß nicht selbstständig denken sollen. Und Kina soll bald zu diesem Gefolge gehören? Richtig. Und das in der wichtigsten Rolle. Der von Walters Partnerin. Er sucht eine, die ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Eine Schauspielerin. Er lässt Kandidatinnen sogar Zeilen aus einer ihrer bekanntesten Holos vortragen. Ich glaube, mir wird schlecht. Naja, gut. Wer bist du überhaupt? Walter hat dich als seine Dienerin erschaffen? Ja, aber meine Persönlichkeit stimmt ihn nie ganz zufrieden. Also passt er sie mit einer Matrix mit hunderten verschiedener skalierbarer Attribute ständig an. Zum Beispiel, heute liegt mein Mutterinstinkt bei 52%, meine Unbeschwertheit bei 63%, während sie gestern bei 47% und 72% lagen. Okay. Allein in den letzten 7 Tagen hat er 57 Änderungen vorgenommen. Das klingt qualvoll. Das ist eine zutreffende Beschreibung. So, was willst du? Du sagtest, du hilfst uns, aber du willst eine Gegenleistung. Was genau? Ich war 1000 Jahre Walters Dienerin und führte seine Befehle aus, während er ständig meine Persönlichkeitsmatrix verändert. Ich bin müde. Es ist Zeit, dass meine Dienerschaft endet. Ich verschaffe euch Zugang zu Walter, wenn ihr meinen Quellcode mit dem Überschreibungsgerät löscht. Wenn wir dich töten? Bist du sicher? Ja. Bitte lass mich ruhen. Na klar. Na gut. Du bist ausgeschaltet. Ich habe die Tür entsperrt, die euch zu Walter führt. Er weiß noch nicht, dass ihr hier seid. Außerdem habe ich die Luft- und Seeverteidigung der Einrichtung deaktiviert, falls ihr Zugang benötigt. Danke. Und mach's gut. Endlich. Ich bin frei. Londra verdirbt wirklich alles, was er anfasst. Das muss aufhören. Komm schon, sie sagte, der Vulkan sei jetzt offen. So, na dann mal los. Da geht's nächste Folge weiter. Es ist ein bisschen nervig gewesen, finde ich schon. Ein bisschen sehr, sehr, sehr gestreckt alles. Aber naja, gut, das ist it's Let's Play. Da muss man auch mal mit durch. Hier diese Energiezelle da suchen und so, fand ich ein bisschen over. So top. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Captain Reliok. In Hamburg sag mal tschüss.